Hi Freunde und willkommen zu diesem Red Dead Online Tutorial von mir. Und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr eine leere Lobby hinkriegt und diese gleich noch schließen könnt, ohne dass euch dann jemand hinterher trailen kann. So, ihr seht jetzt hier, 21 Spieler sind hier in der Lobby und dann fangen wir gleich mal an. Als allererstes starte ich ein... Moment, gehen wir hier auf Fortschritt. Und zwar eine Story-Mission, und zwar eine Moonshiner-Mission. Wer das noch nicht kann, kann auch optional eine normale Story-Mission starten. Haben wir ja auch mehrere zur Auswahl. Da ist es egal, welche ihr startet. Da ist es genauso. Und zwar, ihr geht einfach nur in die Mission rein, so wie wir es jetzt hier mit der Moonshiner-Mission machen. Da nehme ich zum Beispiel hier ein bitteres Ende mit bitterem Nachgeschmack. Schwierigkeitsgrad ist vollkommen egal. Hauptsache, wir gehen da rein. Könnt ihr mit der normalen Story-Mission auch machen. Einfach reingehen. Müsst ihr natürlich warten, bis euch noch ein paar Leute nachjoinen, weil ihr könnt die Mission nicht alleine starten. Bei den Moonshiner-Missionen könnt ihr natürlich alleine rein, ohne Probleme. Deswegen nehme ich halt gerne diese Mission. Und ja, ihr könnt auch die andere nehmen. Müsst ihr halt eben warten, bis die Leute reinjoinen. Der Ablauf ist dann der gleiche. Ihr geht in die Mission jetzt rein, so wie ich jetzt hier. So, die Mission ist gestartet. Ich drehe mich um und gehe gar nicht aus dem Zielgebiet. Reite noch ein Stückchen weg. So, und jetzt seht ihr, sind wir hier in der Solo-Lobby. Ja, in der Solo-Lobby. Das müssen wir natürlich jetzt mitnehmen in unsere eigentliche Lobby. Das heißt, wir müssen jetzt wieder aus dieser Mission raus. Und da gibt es eine ganz einfache Methode. Und zwar gehen wir dann auf Online-Optionen. Und dann auf Erscheinungsbild ändern. Das ist bei mir jetzt unten gratis. Lasst euch nicht täuschen. Und was ich noch dazu sagen muss, es ist für einen PC. Das habe ich ganz vergessen am Anfang zu sagen. Es ist für einen PC. Lasst euch nicht von den unten rechts hier von diesen Icons ablenken. Ich benutze nur einen PlayStation 4 Controller. Also es ist definitiv nur für den PC möglich. Für die Konsolen weiß ich es nicht. Also da keine Ahnung. So, also weiter geht's. Wir gehen jetzt auf Erscheinungsbild. Bei mir steht das gratis da, weil ich von dem Outlaw Pass einen Gratis-Gutschein habe. Den löse ich jetzt aber damit nicht ein, sondern wir gehen einfach nur rein. Bei euch kann es passieren, dass da unten auch Gold steht, falls ihr keine Gratis-Gutscheine habt. Ist aber auch nicht das Problem. Ist genauso wie jetzt hier mit Gratis. Und zwar gehen wir jetzt erstmal auf Wählen. So, hier ist jetzt nochmal die Frage... Wollt ihr wirklich ins Erscheinungsbild rein und bist du sicher, dass du fortfahren willst, weil alle Inhalte, die jetzt hier in der Story passiert sind, gehen verloren. Ist ja egal, wir spielen ja die Mission sowieso nicht. So, das heißt, wir gehen jetzt hier weiter und landen jetzt gleich im Erscheinungsbild Creator. Dort verweilen wir auch nochmal einen kurzen Augenblick. Das heißt, ich kann euch jetzt mal kurz ein paar Szenen einblenden. Und zwar habe ich jetzt hier Solo, in der Solo-Lobby sozusagen eine weite Abgabe gemacht als Händler. Wie ihr jetzt seht, fahre ich da jetzt hier so gerade so lang. Und gucke ab und zu mal, ob die Sitzung auch noch Solo ist. Das habe ich 4-5 Mal gemacht, geguckt, ob alles in Ordnung ist. Und ja, zum Schluss habe ich dann die Mission halt noch abgegeben. Und habe dann sogar noch eine Daily fertig gemacht und 200, ich glaube 200 Dollar verdienen am Tag oder 200 Dollar verdienen als Händler. Ja, wie gesagt, solche Sachen könnt ihr dann halt hier solo machen. Ihr könnt natürlich auch Freunde einladen. Dafür müsst ihr halt diesen Block, den ich euch jetzt im zweiten Teil dann zeige, wenn ich dann auf dem Desktop bin, wieder eingerichtet wird mit diesem Block, den könnt ihr an- und ausschalten. Schaltet ihr ihn dann aus, kann euch ein Freund joinen und ihr schaltet den dann wieder an und dann kann kein anderer nachjoinen. Ihr könnt es wie gesagt natürlich auch solo machen, ganz easy, habe ich bis jetzt auch gemacht, habe ich jetzt mehrere Tage durchweg probiert. Funktioniert ohne Probleme und ja, wie gesagt, ihr seht ja auch noch in der einen Sequenz, die ich euch gezeigt habe, müsst ihr mal drauf achten, die Bisons, das sind bestimmt 8, 9, 10 Bisons da auf der Wiese, wo ich da mit den Wagen quer durchspreche. Das sehe ich sonst in einer normalen Lobby überhaupt nicht. 6, 7 sind vielleicht mal normal. Wenn es eine richtig volle Lobby ist, sehe ich gar keine Bisons. Also die sind für mich dann irgendwie immer verborgen. Ich meine nicht, dass jetzt Bisons wichtig sind,
Aber wie gesagt, in der Solo-Lobby habt ihr Tonnen an Tieren. Da steht euch die ganze Welt zur Verfügung, alles an Tieren. Ich habe den Händler so schnell vollgeknallt, dass ich mich der anderen Sachen widmen konnte. Vor allem, wir haben auch keine Grieve oder irgendwas, irgendwelche Leute, die dir auf den Sack gehen, die plötzlich kommen und dich abschießen oder sonst irgendwas. Diese Solo-Lobby ist einwandfrei. Das längste, was ich in dieser Solo-Lobby drinne war, waren 5 Stunden. Danach bin ich dann raus, weil ich eine Daily machen wollte. Und da musste ich ein Free Roam Event starten oder besser gesagt mit dran teilnehmen und dann musste ich halt aus der Solo Lobby dann raus. Aber 5 Stunden hat es auf alle Fälle gehalten und ich gehe mal davon aus, dass das auch noch wesentlich länger hält, diese Lobby. Wesentlich länger. So, also viel gequatscht, jetzt sind wir hier fertig. Jetzt gehe ich hier im Erscheinungsbild Creator. Da verweilen wir genauso wie in der Mission ungefähr 1 bis 2 Minuten. Wir brauchen jetzt aber keine Stoppuhr oder sowas, das können wir auch gefühlt machen. Gehen wir dann ganz einfach auf zurück. Und jetzt sagt er uns nochmal, bist du sicher, dass du zum Freeroom zurückkehren willst? Alle Änderungen werden verworfen und du musst nichts bezahlen. Also, hier ist dann nochmal der Punkt, wo ihr nichts bezahlen müsst. Das heißt, ihr dürft auch wirklich nichts ändern. Habt ihr irgendwas geändert und habt das bestätigt, dann müsst ihr natürlich dafür bezahlen. Ja, und das kostet natürlich Geld, wenn ihr keinen Gratisgutschein habt. Und den Gratisgutschein dann dafür zu verschwenden, ist auch Blödsinn. Also, nichts machen, nichts ändern. Einfach nur dann auf zurück. Jetzt bestätige ich mit Ja. Und jetzt drücke ich Alt und Tab, um rauszuswitchen. Und zwar, um mein Fenster hier zu öffnen, um jetzt schnell diese Regel zu starten. Jetzt habe ich den Block angemacht, den ich euch dann gleich erkläre, wenn wir auf dem Desktop sind, um in die Solo-Lobby zu kommen. So, ich nehme die Seite wieder raus. Dauert jetzt einen kleinen Moment, das springt jetzt kurz hin und her. So. Gut. Dann rufe ich jetzt mal mein Pferd. So, jetzt ist auch alles geladen, sehe ich gerade. Hier dann unten mein Stall. Ach, nicht mein Stall, mein Lager und meine Schwarzbrennerei. So. Und Spieler, wir sind alleine in einer Solo-Lobby. Und dadurch, weil ich diesen Block angemacht habe, sind wir jetzt stundenlang drinne. Und ihr seht schon hier drüben. Hier drüben sind schon 1, 2 Krokos, sehe ich jetzt schon. Da drüben 3, 4, 5 sogar. Ihr seht, da drüben blinkt es nur so an Tieren. Also, wie gesagt, Solo-Lobby, ihr habt Tonnen an Tieren. Und euch geht auch keiner auf den Sack. Es ist so wunderbar. Also ich habe das, wie gesagt, jetzt schon 2, 3 Tage durchprobiert. Einwandfrei. Einwandfrei. Ja, wie gesagt, da hinten sind 3 Rehe. Ja, jetzt blinken sie. Ah, hier das ganze Kleintierzeug, hier 2 Hasen oder 3 waren es sogar, ich weiß es nicht, 2, 3. Also so viel Tiere sehe ich sonst in der normalen Lobby überhaupt nicht. Hier vorne auch wieder Truthähne ohne Ende. 2, 3, 4, 5 Stück. Ne, 4. Hier Truthähne hier. Da hinten nochmal 2 Rehe. Also wie gesagt, es ist Wahnsinn. Und wir haben immer noch eine super Solo-Lobby. So, jetzt will ich aber euch nicht lange auf den Folter spannen. Jetzt erzähle ich euch, wie ihr das mit der Firewall machen könnt, dass ihr die Sitzung blockiert. Wie gesagt, so wie es jetzt ist, sind wir blockiert. Ich hole nochmal ganz kurz das Fenster rüber. So. Soße blockiert und wenn jetzt ein Freund joinen will, geht ihr einfach drauf, macht Regel deaktivieren. Jetzt joint euch der Freund nach, das muss relativ schnell passieren. Und dann aktiviert ihr einfach die Regel wieder und seid geschützt. So, und jetzt ab auf den Desktop und dann zeige ich euch, wie es geht. Bis gleich! So, da sind wir zurück auf dem Desktop und ihr geht hier unter dem Windows-Logo auf die Suche. Gibt dann hier unten im Text Firewall ein und dann wird euch schon angezeigt, Firewall-Status überprüfen. Da geht ihr einfach drauf, dann öffnet sich dieses Fenster und hier gehen wir nun ganz einfach auf erweiterte Einstellungen. So, das andere Fenster können wir jetzt zumachen. Jetzt haben wir hier die erweiterten Einstellungen. Dazu hole ich mir nochmal ganz kurz die Ports in den Hintergrund. So, jetzt gehen wir erstmal auf ausgehende Regel. Ihr seht jetzt hier ist mein Block und
Ihr geht jetzt auf neue Regel. So, öffnet sich ein neues Fenster. Hier geht ihr in dem Fenster auf Port, dann auf Weiter und dann auf UDP und dann bestimmte Remote-Ports. Es gibt da die oben eins, das ist einmal 6627, Komma Leerzeichen, 61455, Komma Leerzeichen, 61457, Komma Leerzeichen, 61456, Komma Leerzeichen und die 61458. So, jetzt haben wir diese Ports bestimmt. Dann geht's auf weiter. Verbindungen blockieren lassen wir so, wie es ist. Hier die drei Häkchen lassen wir auch drinne. Und jetzt geben wir ganz einfach noch den Namen dafür ein. Ich nenne das Ganze bei mir immer R also Block. RDE-Block ist es in dem Fall für Red Dead Online. Ihr könnt das nennen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch eine Beschreibung dazu machen. Das ist alles euch überlassen. Ich nenne das jetzt einfach mal RDE Block 2. RDO, nicht RDE. RDO Block 2. Da ich ja den normalen schon habe, gehe einfach auf Fertigstellen. Und jetzt habt ihr aber das Problem, dass der Block schon an ist. Das heißt, wenn ihr jetzt das Spiel aufmacht, greift er nicht. Oder es kann sein, dass ihr euch nicht verbinden könnt. Das heißt, ihr deaktiviert das jetzt ganz einfach, den Block. Jetzt startet ihr ganz normal euer Spiel. Macht die Schritte, die ich euch im ersten Teil des Videos gezeigt habe. Und sobald ihr aus dem Creator rauskommt, geht ihr ganz einfach drauf, Regel aktivieren, bup, zu Solo Lobby. Ganz einfach. Und wie gesagt, wenn ihr einen Freund nachjoinen lassen wollt, nehmt ihr einfach die Regel raus, geht ihr auf die aktivieren, der Freund joint nach, ihr macht die Regel wieder aktiv. Und habt dann eure Ruhe. Seid zu zweit, zu dritt in einer Lobby. Und damit ist dann gut. Müsst aber aufpassen, wer jetzt mit auf den Freundschaftslisten draufsteht und sowas, wenn da vielleicht ein Creeper mit dabei ist oder sowas, kann es passieren, dass der auch nachjoinen kann. Was vielleicht da nicht so toll ist. Da müsst ihr halt aufpassen, was ihr dann in den Freundschaftslisten habt und was nicht. Aber ich nutze das meistens solo. Hab damit kein Problem. Hab damit meine Abgaben gemacht. Hab damit meine Tiere gefarmt. Es gibt ohne Ende Tiere. Wie gesagt, ihr habt es gesehen in den kurzen Ausschnitten, wo ich die Abgabe gemacht habe. Da waren bestimmt 10 Bisons auf der Wiese gewesen. Und überall Hirsche, Alligatoren, Kleintier, Vögel fliegen rum, alles. Was du sonst in der normalen Lobby, wenn sie voll ist, nicht hast. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial weiterhelfen. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, wie es bei euch funktioniert hat. Ob ihr das genial findet oder nicht. Und ja, dann viel Spaß bei Red Dead Online und guten Loot. Bis dahin, macht's gut, habt einen schönen Tag, viel Spaß. Ciao!